Gude zum 14. Spieltag der 13. Liga, ein Klassiker, der FSC Eschborn 2 gegen den SV Rüppertsheim 2. Die Gäste, begleitet von einem frenetischen Anhang, reichlich Gäste waren da und der SV Rüppertsheim begann stark. Hier wieder Freistoßkünstler Matthias Millet, Déjà-vu-Erlebnis, aber die Krake fischt ihn raus. Und auch beim zweiten Versuch, Millet, der an der starken Krake scheitert, wir werden noch öfter auf die Krake zurückkommen heute. Dann ein Fußball-Sahneschnittchen hier von Basti Paul. Sowas gibt es nur in der Champions League oder eben der D-Liga. Es folgt eine Druckphase des starken FSC Eschborn, aber René Hoffmann, während dem Fallen, guckt er sich den Ball ganz gemütlich an die Latte. Kurz darauf der SV Rüppertsheim über den feilschnellen Matthias Millet. Und dann sehen wir, wie abgewichst er den Ball am Torhüter vorbeischiebt. Nichts zu halten, diesmal für die Krake und der 1-0-Führungstreffer. Dafür lässt er sich zu Recht feiern. Und hier sehen wir und werden Zeuge eines überragenden Gegenpressings des SVR. Matti Rang, der sich den Ball stibitzt, aber wieder an der starken Krake scheitert. Und jetzt kommt eine Szene, die wir einfach mal durchlaufen lassen. Kreisliga D-Fußball in der ureigensten Form. Zurücklehnen, Zunge schnalzen und genießen. Das heißt doch nicht. Und nun, 4 Szenen Matti Rang so schlecht, dass es schon wieder geil ist. Die Flanke erstmal an die Wall. Nun der schöne Freistoß an die Wall, zweite Reihe. Dresde Dosch als Trainer. Jetzt wieder Freistoß, Fetzen. Über den starken Torhüter haben wir schon gesprochen. Und nun wieder der Arm. Mit mehr Drall gegen den Hinter der Gegner. Daraus ergibt sich ein Konter und den führt der FSC Eschborn richtig, richtig gut aus, muss er mal zugeben. Quergespielt an Hofmann vorbei, aber der mit seinem Adlerauge guckt den Ball nochmal ins Seiten aus. 77. Spielminute, mittlerweile steht es 1:1, aber es machen sich die ersten Ermüdungserscheinungen bei den Gastgebern in Graubreit. Liegt natürlich am enormen Laufaufwand, der betrieben werden muss, um den glorreichen Tiki-Taka des SVR, wie auch hier zu sehen, unterbinden zu können. Die Gastgeber eingekesselt im eigenen Strafraum. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann es für Lila scheppert. Aber es kann nicht befreit werden. Dann der starke Rang lässt 7 Leute elegant stehen. Den Endgegner kennen wir bereits. Eine Minute später macht er es dann wesentlich besser. Traumflanke auf Millet, der den linken Fuß hinhält. Das Ding ist drin, begünstigt durch diesen Fehltritt des Defensivspielers in Grau, der sich, wie hier schön zu erkennen ist, auch reichlich über sein Fauxpas aufregt. Und Schluss aus Mickey Maus. Der 8. Sieg im 12. Spiel, den FSC Eschborn ganz souverän mit 2:1 abgerutscht. Es darf gefeiert werden. Platz 4 und 3 Punkte auf Platz 1. Wir sind voll im Soll. Danke fürs Gucken. Bis zum nächsten Mal und stay lila.